Hallo, schön, dass du hier bist. Vielleicht kennst du auch meine anderen Videos und weißt daher, dass ich eine Vorliebe dafür habe, Lampen zu machen. Auch heute werde ich eine Lampe machen. Eine wirklich schöne Idee habe ich da herausgesucht. Und zwar eine Lampe aus einer Tasse. Ich habe das mal gesehen und dann dachte ich, ja, das könnte ich vielleicht selber machen. Und heute mache ich eine Anleitung für euch daraus. Viel Spaß dabei! Für die Lampe benötigt ihr eine Lampenfassung in der Größe E14. Die Lampenfassung muss ein Außengewinde haben, um einen Lampenschirm festschrauben zu können. Der Lampenschirm ist in diesem Fall die Tasse. Zum Festschrauben eines Lampenschirms wird dann noch ein Gegenring benötigt oder eventuell auch zwei, je nachdem, was für eine Lampenfassung ihr auswählt. Als Bohrer kommen zum Einsatz Diamantbohrer in verschiedenen Größen. Der größte Diamantbohraufsatz hat den Durchmesser der Lampenfassung. Dazu habe ich einen Glasbohrer mit 8 mm Durchmesser benutzt. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, was ihr am Ende benötigt, ich verlinke alles, was ich benutzt habe, in der Kommentarbox. Das Bohren starte ich mit dem Glasbohrer. Der Glasbohrer hat eine Spitze, die nicht so leicht von dem Porzellan abrutscht. Um eine Beschädigung der Tasse zu vermeiden, stelle ich sie auf einen Korkuntersetzer. Ich bohre mit einer niedrigen Umdrehungszahl und vorsichtig das erste Loch in die Tasse. Keramik und Porzellan ist ein sehr hartes Material. Das Bohren dauert länger und es entsteht Wärme. Um die Wärme über das ganze Material zu verteilen und ein Zerspringen der Tasse zu verhindern, lasse ich immer wieder Wasser über die Tasse laufen und fülle auch Wasser in die Tasse. Nachdem ich mit dem Glasbohrer ein Loch in die Tasse gebohrt habe, nehme ich den kleinsten Diamantbohreraufsatz. Mit diesem vergrößere ich das noch sehr kleine Loch. Sobald das Loch groß genug ist, wechsle ich wieder auf einen größeren Diamantbohraufsatz. Als recht effektiv hat sich herausgestellt, den Bohrer etwas schräg gegen die Kanten des Bohrlochs zu drücken und die Tasse dabei zu drehen. Ich habe etwa 20 Minuten gebraucht, um das Loch groß genug für eine Lampenfassung zu machen. Die Kanten des Bohrlochs sind schon durch die Diamantschleife abgerundet und müssen nicht geschliffen werden. Ich stecke die Lampenfassung von der Rückseite der Tasse durch die Tasse. Dann drehe ich den Gewindering auf die Lampenfassung, bis das Ganze festsitzt. Fertig ist eure Tassenlampe. Wie ihr seht, ist es gar nicht so schwierig, so eine Tassenlampe selbst zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch ein Like. Und wenn ihr mir weiter folgen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf meiner Internetseite wendyswohnzimmer.de besucht. Ciao!